Thorsten, herzlich willkommen in Ulm. Was reizt dich am meisten an der Aufgabe, neuer Head Coach von Ratioform Ulm zu sein? Ja, am meisten ist schon mal eine schwere Frage. Es sind viele Dinge, die mich hier an dieser Aufgabe reizen. Zum einen das Umfeld hier in Ulm, das begeisterungsfähige Basketballumfeld. Mich reizt die Aufgabe, das Team mit in eine neue Halle zu bringen, eine ganz beeindruckende Halle. Ich habe die letzte Woche mir schon anschauen können, den Rohbau, und ich glaube, da kommt was ganz Tolles in die Basketball-Bundesliga. Darüber hinaus reizt mich, dass der Verein die Philosophie vertritt, junge deutsche Spieler an größere Aufgaben heranzuführen. Das ist eine Sache, die sehr viel Spaß macht und auch sehr viel Identität schafft. Und natürlich reizt mich auch, dass wir angreifen wollen, die Playoffs zu erreichen. Stichwort Philosophie, wie würdest du deine Coaching-Philosophie ganz kurz beschreiben? Wort Philosophie ist immer ein recht schweres Wort, soweit würde ich gar nicht gehen. Ich versuche Basketball so zu spielen, dass die Verantwortung auf möglichst viele Schultern verteilt wird. Das macht es für den Gegner schwerer, uns auszurechnen, und das macht auch insgesamt mehr Spaß. Die Spieler können sich eher damit identifizieren, weil sie jetzt nicht nur einfach den Ball zu dem Starspieler passen müssen. Defensiv muss das natürlich auch sehr teamorientiert aussuchen. Wir versuchen strukturiert sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung zu spielen, aber versuchen auch den nötigen Spaß dann nicht ganz beiseite zu schieben. Jetzt bist du auf jeden Fall für die nächsten 2 Jahre Head Coach von Ratioform Ulm. Mit welchen Erwartungen gehst du in dein erstes Jahr? Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie die Offseason läuft. Wir wollen eine starke Mannschaft zusammenstellen, eine interessante Mannschaft. Muss ausgewogen sein zwischen Jugend und Erfahrung. Und dann wird es natürlich ein harter Auftakt. Von den ersten 11 Spielen haben wir 8 Auswärtsspiele und nur 3 Heimspiele. Und wir müssen es schaffen, Begeisterung in der Phase zu entfachen, dass die Spannung wirklich sich entwickelt, wenn wir dann am 10. Dezember in die Ratiopharm Arena gehen. Jetzt haben wir über dich auf dem Feld ganz kurz gesprochen. Was bist du abseits des Feldes für ein Typ? Ich glaube, ich bin ein ruhiger, pflegeleichter Mensch. Versuche, soweit es geht, ein paar Hobbys nachzugehen. Zum einen ist das die Musik, zum anderen ist das der Sport, und das muss dann nicht nur Basketball sein. Jede Art von Ballsport macht mir Spaß, oder ich fahre auch sehr gerne Fahrrad. Dankeschön. Dankeschön.